hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fishing Time. Heute haben wir ein paar Microbaits von der Firma Cezox zugeschickt bekommen. Und die werden wir gerne mal für euch testen. Mal eben kurz vorher, was haben wir hier? Wir haben hier einen Wespenimitat. Die ganzen Köder sind eben sehr klein und darauf ausgelegt für Forelle und Barsch. Wir versuchen es auf Barsch. Also hier einmal die Wespe. Dann haben wir hier einmal einen kleinen Fisch mit einem Einzeldrillingshaken hinten. Sehen wir hier hinten, was wir an Spezifikationen dafür haben. Der ist floating, also er ist sehr nah an der Oberfläche. Er schwimmt sozusagen. Hier haben wir einen kleinen Marienkäfer. Ganz interessant und mal was ganz was Neues. Der ist ebenfalls floating. Und als guter Letzt ein etwas größerer Köder. Auch wieder ein Fischimitat mit einem Einzel-Drillingshaken hinten. Und der ist aber sinking, also der ist ein bisschen tiefer und ein bisschen schwerer. Und jetzt gehen wir mal ins Wasser damit und zeigen euch, ob wir damit was fangen und wie gut wir die befinden. Ja, jetzt wollen wir euch eben kurz vorstellen, wie wir hier mit angeln. Also wir haben jetzt den Perch in 3 Gramm sinkend dran. Das Ganze ganz normal vorgeknotet. Das ist eine Fluorcarbon-Vorfach, was relativ stark ist für Barsch. Also das werden die nicht so leicht durchkriegen. Etwas weiter hinten haben wir dann das knotenlose System. Also wir angeln hier eigentlich mit einer geflochtenen knotenlosen System, damit wir die Tragkraft immer noch haben und damit wir so ein bisschen mehr Wurfgewicht haben. Wir kommen jetzt insgesamt ungefähr auf 4 Gramm Wurfgewicht. Das Fluorcarbon-Vorfach haben wir einfach vorgeschaltet, indem wir hier eine kleine Schlaufe gewickelt haben und die da eingewickelt haben. Dadurch haben wir einen schönen Durchgang und das Ganze immer noch sehr leicht. Trotz dessen, dass wir hier nur 4 Gramm haben, kommen wir damit aber ordentlich weit. Mit der Beastmaster 14 bis 40 Gramm Wurfgewicht. Ja, das spricht einfach für den Köder. Ein bisschen noch was eben zu diesem Köder. Der hat keine Tauchschaufel. Also der wird eher so ein bisschen durchgeschlagen durch das Wasser. Wir haben hier so eine kleine Kolonie an Barschen, die sind aber noch wirklich sehr klein. Die sieht man hier immer dann schön vorne am Steg, wenn sie uns gefolgt sind. Gebissen hat davon noch keiner und das versuchen wir jetzt aber nochmal umzusetzen. Durch die Tauchschaufel vorne am Köder macht er richtig schöne kleine Bewegungen und Vibrationen. Die merkt man ganz besonders in einem Blank. An heißen Tagen, wo die Barsche recht hoch stehen, ist dieser Köder, glauben wir, wirklich ein Geheimtipp. Die anderen sind ungefähr genauso, aber dieser kleine, also das macht richtig Spaß mit dem zu fischen. Der wiegt jetzt nur 1 Gramm, deswegen muss man sich beim Auswerfen ein bisschen anstrengen. Aber ausreichend tut es auf jeden Fall. Boah, an der Nacht geschnappt. Da kommen sie. Meine Fresse, sind das viele. Durch die Vibration bei diesem Köder merkt man ganz doll, dass die Fische da sehr viel mehr drauf eingehen. Also sie stoßen wirklich aus dem Schwarm aus und gehen auf den Köder los. Kurz vorher haben sie aber bisher jedes Mal einen Stopp gemacht. Schade eigentlich, wir würden euch gerne Fisch zeigen mit dem Köder hier. Ja, jetzt haben wir auch mit dem letzten noch geangelt.
Gut für die Köder sind auf jeden Fall auch das Spirulino-Angeln am Forellensee. Also wirklich sehr schön klein sind. Müsst ihr darauf achten, ob da Drillinge erlaubt sind. Ansonsten könnt ihr hinten auch einen Einzelhaken, einen kleinen dranhängen. Das müsste auch gehen. Ja, alle Köder sind wirklich vom Dekor her sehr schön. Mit Sicherheit auch fängig. Und wir reichen euch bestimmt noch ein Video nach, wo wir dann mit diesen kleinen Ködern auch einen fangen. Heute hat es leider nicht geklappt. An schönen sonnigen Tagen sind die Köder aber mit Sicherheit für die Barschjagd äußerst gut. Alle Köder werden wir euch natürlich verlinken und auch noch einen ausführlichen Bericht auf unserer Internetseite fishingtime.de für euch verlinken, unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es zu den Ködern nicht mehr viel zu sagen, wir haben eigentlich alles gesagt. Vom Dekor her sind sie wirklich alle wirklich sehr schön, haben alle ihre Vor- und Nachteile und für die Barsch- und Forellenjagd sind die Köder 1A.